So, da sind wir bei Never Dead. Weiter geht's. Wir haben immer noch dieses riesige Butterfly-Messer in der Hand und ich find's so geil, dass man mit dem rechten Stick hier die Schläge kontrollieren kann. Sowas sollte es öfter in Games geben. So, wir gucken mal weiter. Wir sind in der Psychiatrie angekommen. Was ist angekommen? Ja, doch, angekommen. Reingekommen gerade eben. Wow, da ist einer von den, wie haben sie sie genannt? Ich hab den Namen leider vergessen. Verdammt, wie haben sie es nochmal genannt? Keine Ahnung. Die Viecher, die aussehen wie Quarkbällchen. Ich nenne sie einfach liebevoll Quarkbällchen. Ja, oh Gott. Lass mich raten. Jawohl, ich wusste es. Oh. Oh, shit. Mein Arm. Du Pisser. Ja, da kriegst du die Klinge dafür. Okay, ich habe keine Arme mehr. Gib meine Arme zurück. Ah, ja, nee, nee, ist nicht. Okay, man verliert relativ schnell seine Körperteile, aber das ist schon okay. Damit kann ich leben. So, ich habe ja wieder alles dran. Gut, wir sind noch mit der Steuerung klarkommen, dann passt es. Aber die ist eigentlich ganz gut gelegt, muss ich sagen. Jawohl, den kriege ich auch schon. Sehr gut. Ich habe ja ein Sprung-Update gemacht. Hätte mich interessiert, ob ich den ja auch gekriegt hätte, wenn ich das nur nicht gekauft hätte. Die mit ihren Arschgesichtern. Oh, jetzt verstehe ich den Witz. Okay. Arschgesichter. Ich nenne euch Arschgesichter. Das beschreibt euch wirklich ganz gut. Ihr habt Gesichter am Arsch. Also, hallo. Zack, auch noch rein mit der Klinge. Was für eine gute Waffe. Die Butterfly-Klinge des Glücks. Ja, mit dem Arm. Alles meins. Den habe ich mir ehrenhaft erwachsen als Embryo. Damals, als ich noch in meiner Mutter war. Der kannst du nicht haben. Tut mir leid, wenn deine Mama dir keine Arme geschenkt hat bei der Geburt. Oh, mein Bein. Auch das nicht. Oh, wie gut, Mann. Okay. Da geht's wohl weiter, wie es aussieht. Aber ich schaue mich hier erstmal um. Hier liegt ja, hier liegen noch XP-Sternchen rum oder was auch immer das sein sollen. Habe ich das nicht gerade? Nein, das habe ich nicht genommen. Jetzt aber. Liegt aber auch ein Haufen von dem Zeug rum. Muss ich echt Ausschau halten danach? Joa, okay. Ab rein da. Jetzt können wir da durch, wie es aussieht. Ja, das Viereck, ne? Viereck. Na super. Arcadia, are you okay? Bryce, Arcadia is in need of your help. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es gerade. Partner wird überleben. Wenn Arcadia schwer verwundet ist, fällt sie zu Boden. Lässt du sie zu lange in diesem Zustand, stirbt sie. Nähere dich ihr und halte Viereck, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Niemals. Hände waschen. Du ekliger Kerl. Butterfly-Klinge abwehren. Halte L1 und R1, um Angriffe mit der Klinge abzuwehren. Oh, und mit R kann man auch die Richtung der Abwehr bestimmen sogar. Oh, krass. Oh mein, das ist ja wirklich ein volles ausgeklügeltes Schwertkampfsystem. Das ist echt der Hammer. Oh, Mist. Ah! Jawoll, wie diese Klinge abgeht, ist der pure Wahnsinn. Kann ich da rein? Nein. Nur Türen, bei denen Ketten komplett über die Tür gespannt sind. So, jetzt verstehe ich das. Navigationshinweis. Wenn du dich nicht sicher bist, wo du hingehen oder was du tun sollst, drücke und halte nach unten. Du drehst dich automatisch in die Richtung des nächsten Missionsziels. Hallo? Oh nein, kommt der da noch nicht ran? Jetzt aber. Einfach wegschieben, den Scheiß. Okay. Was soll ich tun? Was? Okay. Da kommen wir nicht durch. Ach, hier, jetzt. Halten, um zu hintergehen. Das machen wir doch auch mal glatt. Oh, holy crap. Where's my left arm?
Wir sind nur noch Kopf gewesen. Für einen kurzen Moment. Okay. Das hat's hoffentlich gebracht, verdammt nochmal. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Das hat's nicht gebracht. Was muss ich machen, wenn ich hier... Ah, ich muss in den Schacht daneben rollen. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja. Ja. Aber nicht den Kopf verlieren. Ja, ich komme gleich wieder, Körper. Bleib da. Okay, wir rollen jetzt nur noch als Kopf hier rum. Was ist das denn für ein Ding? Erholungsgefäße. Das sammeln diese antiken Gefäße möglichst, dir dich sofort zu erholen. Nach ah, okay. Oh Gott, es ist widerlich. Wie die Dinger einfach mal nachwachsen lässt. Der wird mich ein bisschen an Piccolo aus Dragon Ball. Wow, das ist krass. Das ist wirklich krass. Sag mir nicht, dass ich nochmal irgendwie... Dankeschön. Oh Gott. Danke für den Dietrich. Ja, mehr XP für mich. Oh, schau an. Wieder ein paar von diesen komischen Viechern, diese Arschgesichter. Man hat ja genug Munition. Da brauche ich nicht so ganz genau zielen. Das ist in Ordnung. Schön, dass man genug Munition hat, weil das ist dann noch ein Spiel, wo man eher mal Munition spammt. Hm. Ja, dann lass uns das... Wo bist du denn gerade hingelaufen? Ach, da hinten. Okay. Dann lass uns höchstwahrscheinlich mal hier lang gehen, wenn es dort nicht weitergeht. Was ist das hier? Wow, shit. Okay. Ihr schon wieder. Ihr Arschgesichter. Boah, ja, gib ihm, Mann. Wie sie getreten hat. Hast du gesehen, wie sie... Kann ich auch treten? Boah, ich kann auch treten, Mann. Ich kann auch verdammten Kung-Fu-Cross-Kick machen. Irgendwie nicht so. Hoppla. Da ist der Arm. Alles gut, wir haben wieder alle Gliedmaßen. Hoppla. Ja, du solltest nicht neben so einer Explosion stehen. Wenn ich... ja, nein. Egal. Geh einfach aus dem Weg, wenn ich auf sowas schieße. Oh, über heiße Herdplatten für XP. Natürlich. Hallo? Da liegen schon einige von... Ach, komm. Da liegen schon einige von diesen XP-Klumpen rum. Okay. Aber wir haben ja auch noch nicht arg... Also man kriegt auch nicht arg viel für jedes einzelne Ding. Nicht übermäßig viel. Von dem her... Ja, Fleisch. Puppies, was, wo? Ach, Arschgesichter meinst du? Na gut. There's Puppies. Zack. Ja, Mann. Guck sie an. Okay. Für den Arm verlierst du dein Gesicht, verdammt nochmal. Kannst du aussuchen, welches, vorne oder hinten? Wobei, das vorne kann man nicht wirklich Gesicht nennen. Dieses komische Matschgebilde, was du da Gesicht nennst. Oh Gott, ich sollte nicht auf diese Teile draufschlagen. Wow, what the fuck? Was war das denn bitte? So, warte mal, hier fehlt die Karte. Okay. Oh, Licht, Halleluja, okay. Swordpig? Dämonensiegel. Dämonensiegel werden durch dämonische Energie generiert und wachsen über Ausgänge, um Opfer einzusperren. Das Siegel wird sich auflösen, wenn alle Dämonen in der Nähe getötet wurden. Okidoki. Oh, holy shit, das sind dann doch einiges an Dämonen. Zerstörung. Zerstörung ist sehr effektiv, um Dämonen zu töten. Das Fahnenkreuz wird die Farbe ändern, wenn es über zerstörbaren Bereichen ist. Ah, okay. Ah. Wenn ich die Umgebung zerstöre, das ist natürlich auch nice dann. Ich gebe meinen Arm erstmal wieder. Kann ich mich hier durchschnetzeln? Ja. Holy shit.
Wo waren denn diese anderen, diese Löffeldinger? Hallo? Was ist das denn Feines? Boah, die Stimmen sind schon extrem leise bei dem Spiel, muss man sagen. Bedeutendes Sammlerstück. Dämonen können manchmal durch Wooms in diese Welt. Du musst die Wooms zerstören, um ihre Verbindung zur Dämonenebene abzuschneiden. Die Wooms, also, ja. Wo ist denn einer dieser Wooms? Oh, hi. Boah, zerteilt in der Mitte, jawoll. Wo sind denn diese Wooms-Dinger? Keine Ahnung, aber hier ist ein Haufen an XP. Oh, ich habe meinen Arm da drüben liegen lassen. Hoppla. Oh, mein Bein auch. Das ist jetzt blöd gelaufen. Jawohl. Heilige Scheiße. Beantwortet mir immer noch nicht die Frage, wo dieser verdammte Wump sein soll. Nice. Sie kommen von da hinten, da muss irgendwas sein. Oh. Okay. Das war uncool, Mann. Mein Kopf hängt an. Mein Kopf hängt an meinem Arm. Okay. Dann suchen wir mal meinen Körper. Wie wär's damit? Oh, Mann. Ihr könnt mal echt nervtötend sein. So. Was ist denn diese Wut? Ich hab keine Ahnung. Oh, da hinten geht's noch weiter. Da wird er wahrscheinlich. Das sieht doch aus wie so ein Wump-Ding. Also, wenn das kein Wump ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, okay. Es war nicht die beste Idee, da einfach nur ranzugehen. Oh, sterb doch. Oh, schon wieder nur ein Kopf. Komm, put, sammel dich wieder ein. Auch das gehört dir. Dieser widerspenstige Boom. Zum Glück gibt es hier genug Munition. Oder ist der von hinten verletzt? Ach, schau an. Das sieht mir eher aus wie der Bereich, in dem wir ihn treffen sollten. Ja, das hat was abgezogen. Gehe ich mal wieder nach hinten. Ich habe mal genug Munition. Machen wir mal drauf spammen. Oh, Mann. Auf mir ständig meine Arme zu klauen. Das ist. Selbst wenn man ein Dämon ist und man die nachwachsen lassen kann, ist es bestimmt trotzdem kein gutes Gefühl, wenn man ständig die Arme rausgerissen kriegt. Ich weiß ja nicht. Habe ich so irgendwie sowas wie Nate? Oh, crap. Ein Arsch voll Gegner hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ich muss diesen Boom schließen. Ich muss mich auf das Ding konzentrieren. Das bringt mir ja gar nichts, hier rumzustehen. Ah, komm schon. Ich probiere es nochmal hier mit. Zack. Ach komm, echt jetzt. Da ist dein Arm. Auf rumzuheulen. Heilige Scheiße, hält dieses Ding viel aus. Oder ich mache irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Aber was kann man schon großartig falsch machen? Man muss es zerstören. Draufschießen, oder? Aber wahrscheinlich dann doch eher von hinten. Oh, und ich bin schon wieder nur Kopf. Aber irgendwie, ich glaube, man kann in diesem Spiel nicht sterben. Kann das sein? Also. Die schlagen mir jegliches Körperteil, aber können die meinen Kopf dann auch noch. Genau diesen hier. Können die den dann auch noch irgendwie zerstückeln? Ach. Was machst du an den Hoden? Du musst oben hin. Okay. Ist jetzt mal gut für kurze Zeit mal.
Kann ich mich jetzt endlich mal um diesen Wump da kümmern? Oh, danke schön. Da muss es sicherlich eine schnellere Möglichkeit geben, den auszuschalten. Das kann nicht sein, dass man da so ewig rumstehen muss. Zack. Irgendwas habe ich falsch gemacht sicherlich, aber ich weiß nicht was. Wenn das nächste Mal einer kommt, versuche ich mal oder gucke ich mal vielleicht ein bisschen besser um. Vielleicht mit irgendeiner zerstörbaren Umgebung was machen oder so. Yes. Hier liegt auch ständig Ammo, das ist gut. Ja, in der Mitte, Mann. Verdammt nochmal, wie so ein Stück Wurst. Ich meine, ihr seid auch nicht arg viel mehr. Gesicht am Arsch, das kann ja nichts werden. Gibt es hier noch einen? Oder wo kommen die ganzen noch her? Oder haben sie sich einfach versteckt? Alles meins. Oh ja. Gut, da komme ich auf jeden Fall nicht lang. Aber da geht's weiter. Dann gehe ich in die Richtung einfach weiter, da wo wir wahrscheinlich hin müssen auch. XP-Bollen! XP-Bollen für mich! Ah! Okay, mit dem Arm im Kopf, wie schnell der mit dem Schwert geht. Einfach von vorne drauf kloppen und ich habe mir da so einen Stress gemacht. Yep. Zack. Wenn er aufmacht, einfach nochmal reinkloppen. Das zieht am meisten ab. Guck mal, wie schnell es gegangen ist. Okay. Ich habe herausgefunden, was ich falsch gemacht habe. Draufschießen war eine schlechte Idee. Eindeutig nicht meine beste Idee heute gewesen. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Irgendwo muss hier noch einer rumlungern, sonst würde die Tür aufgehen. Ach, da vorne ist noch welche. Und XP. Put, 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 komm schon. Hey, war's das dann mal oder gibt's hier nochmal so einen Wuh? Da gibt's nochmal so einen, hab ich recht. Oh, da gibt's nochmal so einen. Es wäre auch zu einfach gewesen. Das sind mächtige Schläge. Schaut euch das an. Immer wenn er aufmacht. Was suchst du mit deinem Kopf an deinen Eiern? Da kannst du ihn sicherlich nicht ranhängen. Oh, mir hängt der Arm am Kopf. Das sieht so ungesund aus. So langsam habe ich doch das Timing für die Schläge raus. Jawohl. Woomp ist des Todes. Oh, und wir haben es geschafft, den Bereich zu säubern. Ich finde es voll komisch, wenn die normal sprechen. Wenn sie nebeneinander stehen, sind die Stimmen so leise, aber über die Funkgeräte sind sie so laut und dann in den Cutscenes sind sie genauso wieder um einiges lauter wie in-game einfach. Ich finde es voll strange irgendwie. Deswegen, sorry, wenn die Stimmen von den Charakteren euch ein bisschen zu leise sind. Ich kann die nicht separat anpassen. Das ist einfach ein Problem. Und ansonsten wird die Gesamtlautstärke wieder zu laut von den Stimmen und das ist dann natürlich auch nicht gut. Ne? Deswegen müssen wir damit leben. Aber es gibt ja Untertitel zum Glück. Und naja, so arg viel sprechen sie ja dann auch nicht. Oh, hi. Aber kannst du auch nicht Bescheid sagen, wenn du mir ins Gesicht springst, oder? Gut, okay. Wir haben den Bereich da draußen gesäubert, sind in einen anderen Bereich der Psychiatrie gekommen und wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.